dann wird das ja wirklich am Kern, welche Rolle das MAK als Museum, als Erfahrungsraum heute spielen kann. Ich sehe, dass, was mich auch so fasziniert hat, diese Erfahrungsdimension, dass man diesen Gegenständen gegenübersteht, dass man sie historisch einordnen kann, den technologischen Diskurs dahinter hat. Was mir dann nur fehlt, ist, ich möchte es dann anfassen. Ne? Ich möchte wirklich diese Erfahrung machen, was heißt es, in diesem Schlafzimmer zu leben? Was ist das für ein Raumgefühl da drin? Was sind das für Maße? In der Frankfurter Küche ist die funktional. Was vermittelt sich dann dadurch für mich nochmal ein Erfahrungswissen aus Nutzerseite sozusagen? Und das Zweite aus Designersicht, wir hatten vorhin auch gehört, dass früher auch das Museum für angewandte Kunst wie so ein Umschlagplatz, ein Marktplatz war für Vorbilder, also textile Muster zum Beispiel, oder es wurden interessante handwerklich gefertigte Möbel hergeholt, die dann wirklich kopiert wurden, um sie hier zur Geschmacksbildung auch zu nutzen. Das ist doch ein ganz spannende Aufgabe für ein Museum, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Vorbilder zu kuratieren, in den Kontext zu setzen, erfahrbar zu machen und auch kopierbar zu machen, was ja heute das Internet auch meint, machen zu können und kann es ja auch in bestimmten Teilen, dass dieses Wissen zugänglich ist und man kann sich natürlich bestimmte Vorbilder im Netz anschauen, sie kopieren, das wird ja auch hinlänglich gemacht, aber dass man hier im MAK nochmal eben diese Erfahrungsdimension der Anfassbarkeit, der Materialität, der technologischen Fertigung, der Meisterschaft eigentlich dazu bekommt. Ja, finde ich extrem wichtig und ich finde, das ist auch ein deutlicher Verlust in so einer Art Pseudodemokratisierung des Netzes und der Verfügbarkeit von Wissen, dass mit dieser Demokratisierung oder ich glaube Pseudodemokratisierung natürlich das Vermögen verloren geht, Unterschiede festzustellen und Unterschiede zu benennen und es auch für wichtig zu halten, dass es Unterschiede gibt. Ja, und ich glaube, das Gegenkonzept ist tatsächlich so etwas wie der Meister, die Meisterin, die Meisterschaft und auch die Anerkennung dessen, dass es etwas Vorbildhaftes gibt, weil das bedeutet ja letztlich, es ist eine Herausforderung, vielleicht diesem Vorbild auch gleichzukommen. Das braucht ja nicht erratisch stehen bleiben forever, aber ein Vorbild setzt ja so etwas wie eine Referenz, wo es hingehen kann. Das finde ich sehr interessant. Und in einer sozusagen allseitigen Verfügbarkeit von allem und in einer beliebigen Simulation von Fähigkeiten und Qualifikationen kann es dieses Modell des Vorbilds oder diesen Typus des Vorbilds, die Kategorie der Meisterschaft und die, wenn man so will, psychologische Kategorie der Haltung eigentlich gar nicht mehr geben, weil alles verfügbar ist und damit alles unterschiedslos ist und damit alles egal ist. Also Grundlage für meine Auswahl war eigentlich die Eröffnung des Designbegriffs, der eben heute ja ganz stark weg von der Produktion von wunderbaren Gegenständen geht, vielmehr in Richtung Prozessgestaltung oder eben das, was wir Social Design nennen oder Design for Transformation, also was für Potenzial hat Gestaltung eigentlich, um gesellschaftliche Prozesse zu beeinflussen und zu verändern. Und es wird ja gerade sehr viel diskutiert, auch dass Design inhärent politisch ist und sein muss. Also The Politics of Design ist gerade von Tony Fry auch ein Buch, was wir kritisch diskutieren, aber wo es ganz stark darum geht, sobald wir anfangen zu gestalten, setzen wir oder lassen wir real werden, was unsere Vision von Gesellschaft ist, dass man eine tolle Zitronenpresse braucht oder welche Luxusgüter man alles braucht. Oder wir sagen eben, wir machen Hartz-IV-Möbel. Also das ist ja auch der Gedanke gewesen von Open Design, dass man, der nicht neu ist, sondern der früher auch schon bestand, dass man zu günstigen Preisen sich trotzdem einrichten kann, dass man eben einfach Baupläne zur Verfügung stellt, dass sich Leute selber etwas bauen können und ganz stark von diesem Fetischobjekt wegkommt, sondern eigentlich versucht, ein gesellschaftliches und soziales Bild von Design und den Fähigkeiten zu vermitteln. Das ist eigentlich so ein roter Faden, der sich durchzieht und der ist stark verbunden mit der Open-Source-Idee, dass man sagt, es wird eben alles, was man entwickelt, anderen zur Verfügung gestellt. Und das ist eben ein nicht kommerzielles Modell, sondern man sagt, Leute, wir sind eine Gemeinschaft hier, wir müssen zwar alle irgendwie unser Auskommen haben und leben, aber es geht uns nicht um Gewinnoptimierung, sondern es geht uns darum, dass wir eben das, was wir an Fähigkeiten haben, dem Kollektiv zur Verfügung stellen. Also ein ganz sozialistischer Gedanke eigentlich, der sich in bestimmten Projekten widerspiegelt und eigentlich auch Triebfeder von Open Source ist, teilweise auch Triebfeder von Fab Labs ist, von dezentraler Produktion, wo auch die Überlegung ist, ist das nicht die Möglichkeit, dezentral kann jeder selbst produzieren, was erstmal vielleicht ein idealistischer, guter Gedanke ist, aber ich glaube, es entscheidet sich gerade so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ist das einfach nur eine Vorstufe von neuen kommerziellen Modellen? Wird das gleich absorbiert? Oder ist das wirklich eine linksalternative Vision davon, wie wir kollektiv gestalten können? Ja, die Geschichte des Kapitalismus lehrt oder würde lehren für den Pessimisten, das wird nichts. Ja? Also nehmen wir Punk. Ja? Als eine bis hin zur Selbstverletzung, radikale Negation von Normalgesellschaft. Das Aussteigen, ich will nicht wirtschaftlich dazu beitragen, ich will nicht arbeiten, ich entziehe mich, ich verletze mich sogar, ist innerhalb von 2 Jahren zu einer unglaublich kommerziell erfolgreichen Geschichte geworden. Ja, Sicherheitsnadeln in Gold bei Gucci und so weiter und so weiter. Dieselbe Erfahrung wird 2 Jahrzehnte später mit dem Grunge gemacht. Ja, selbe Idee, selbe Erfahrung. Ja. Kapitalismus ist leider extrem gut. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er noch die radikalste Form von Gegenbewegung inkorporieren kann und selber zum Geschäft machen kann. Und genau das haben wir ja hier als Problematik, sei es bei den ganzen Sharing-Geschichten, am deutlichsten meines Erachtens nach sichtbar bei dieser völlig randständigen Entwicklung Carsharing, ja, vor 30 Jahren von irgendwelchen bärtigen Lehrern mit Kleinwagen lustfeindlichster Art praktiziert, ja, als Modell lange entwickelt, immer Nischendasein. Und dann im Zuge, hat natürlich was mit der Entwicklung neuer Kommunikationstechnologie zu tun und damit einer höheren Breitenwirksamkeit und zack kommen BMW und VW und alle großen Automobilunternehmen da drauf, machen daraus etwas anderes und erhöhen auf diese Weise individuelle Mobilität. Ja? Also dass das eigentlich gesellschaftskritische Sharing-Konzept zur Verringerung individueller Mobilität und individueller Aufwendung wird im Mainstreaming das genaue Gegenteil. Und das ist ja diese faszinierende Kraft, die Kapitalismus immer hat. Sodass ich mir die Frage stelle, ich bin ja auch auf der Suche nach diesen widerständigen Potenzialen. Und ich glaube, die stecken auch in diesen ganzen größeren und kleineren Projekten drin. Aber ich glaube, die gewinnen eine verändernde Kraft nur dann, wenn sie sich auch als eine solche verstehen, in einem politischen Sinne. Das heißt, es geht nicht um eine Hinzufügung von etwas Besserem, wir machen das jetzt besser, oder wie die Occupy-Leute meines Erachtens nach den folgenschweren Fehler begangen haben, sozusagen an jeder Stelle schon unheimlich reflexiv zu sein und ihre eigenen Kommunikationsformen ständig irgendwie zu verbessern, anstatt im Auge zu haben, was der politische Gegner ist und was die Machtmittel sind, die man dagegen setzen kann. So. Und ein politisches Framing für diese Form von Social Design, ein politisches Framing, wofür bzw. auch wogegen mache ich denn Open Source? Gegen Monopolisierung von Wissen, gegen Monopolisierung von Instrumenten und so etwas, aber das auch zu artikulieren. Da wäre ich mal gespannt, wie es mit der Geschmeidigkeit aussieht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein erfolgversprechendes Instrument, aber ich glaube, zur Schärfung der Handlung, die man vollzieht und auch der Begründung der Handlung, könnte das wichtig sein. Andersrum gesagt, ich begrüße das alles, wie viele Sachen auch im Bereich konkreter Nachhaltigkeitsstrategien, Foodsharing, Containerdiving, alle diese Sachen, die auch in der Überflussgesellschaft sehr, sehr interessant sind, gerade von jungen Leuten praktiziert werden. aber in dem Moment, wo sie sich als partikulare Verbesserung verstehen, sind sie extrem schwach. In dem Moment, wo sie sich als Teil eines Gegenprojektes verstehen würden, was auch auf Widerstände stoßen wird und an der Stelle sozusagen eine andere Dynamik ins Spiel kommt. Also wenn das die Komponente mit dazu kommt, dann kriegt es vielleicht eine sprengende Kraft. But you never know. Wenn das Museum an sich schon Open Source ist, was ich einen sehr inspirierenden Gedanken finde, wäre aber die Frage, ich als Besucherin, was bringe ich denn rein? Weil wenn es ums Teilen geht, dann müsste ich eben auch meinen Beitrag leisten und müsste auch mein Wissen hier einbringen. Das heißt, welche Rolle, welche Partizipation kann ich eigentlich ermöglichen im Museum? Und hier wird es eben ein Stück weit schon gelebt, indem eben nicht nur der Kurator, die Kuratorin sagt, das hier ist das Richtige und das ist das Vorbild, sondern es werden Leute wie wir eingeladen, unsere Blickweisen hineinzubringen. Und dann wäre eben die Frage, wenn wir diesen Open-Source-Gedanken als Kerngedanken nehmen, wie weit treiben wir diese Partizipation, um nicht eine Beliebigkeit der Massen, die alle irgendwas teilen, sondern schon eine Qualifizierung und eine Kuration von Vorbildern zu bringen, aber die eben nicht eine Definitionsmacht von wenigen Auserwählten hat, sondern irgendwie eine Art von Exchange, irgendeine Art von Austausch von Wissen, von Expertise, um zu den Vorbildern, die eine Qualität haben, zu kommen. Also ich würde mal was ganz altmodisch Autoritäres dazu sagen. Was spricht eigentlich dafür, dass immer partizipiert werden muss? Was spricht eigentlich dafür, dass jeder seinen Senf mit reintragen muss? Während es doch vielleicht Dinge gibt, wo es sehr sinnvoll ist, sich zunächst mal als Staunender und Lernender zu begreifen. Also wenn ich in ein Konzert gehe, ja, und Daniel Barenboim dirigiert, habe ich doch keinen Partizipationswunsch, um zu sagen, ich möchte jetzt auch mal mitdirigieren, weil ich habe auch schon mal was von Musik gehört, ich habe schon mal das Radio angemacht oder so. Ja. Also wir kommen ja auf die Frage der Haltung, der Meisterschaft, des Könnens auch zurück, was ja durch die Artefakte in so einem Museum auch zum Ausdruck gebracht wird. Und ich finde ja, haben wir noch nicht drüber gesprochen, beispielsweise die Kategorie des Staunens über etwas, was man nicht könnte, eine wahnsinnig herausfordernde, eine emanzipative Kategorie, weil das setzt ja auch eine bestimmte Maßstäblichkeit, ja? Dass man sowas vielleicht auch können möchte oder genau was, das kann ich nie, aber dafür kann ich was anderes. Während diese pseudodemokratische Soße, dass jeder Vollidiot seinen Senf dazu beizutragen hat und dass das genauso viel wert ist wie das, was möglicherweise da mühevoll irgendwie mal gemacht und ausgewählt und ausgestellt worden ist. Dieser Gedanke behagt mir nicht, weil das ist eine ideologische Nivellierung, die dort stattfindet, weil Verhältnisse sind ungleich, Fähigkeiten sind ungleich, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir gar keine kulturellen und individuellen Differenzen. Und die Differenzen sind ja diejenigen, wo überhaupt so etwas wie Intelligenz daraus entsteht. Ja? Aber fundamental beim Open-Source-Gedanken ist das schon, die Möglichkeit teilzuhaben, nicht wegen der demokratischen Soße, die Kritik verstehe ich, sondern dass in einem langen Prozess der Weiterentwicklung oder Adaption oder der Nutzung von Vorbildern passieren Variationen und diese Variationen können interessant sein und die werden wieder miteinander geteilt und es ist ein großer Prozess, der Veränderungen schafft, der Transformation schafft. Insofern, auch wenn ich nur die Triangel irgendwie einmal anschlagen kann oder vielleicht nur den Teppich ausrolle, ist das trotzdem vielleicht ein Teil am Gesamtprojekt, der möglich ist, der ein ergänzendes Moment hat. Ich glaube, so würde ich den Gedanken von Open Source auch verstehen und das wäre interessant, wenn man das übertragen würde auf den musealen Kontext, auf die Bildung und Weiterentwicklung von Vorbildern, weil es eben ein Geben und Nehmen ist. Und da ist schon die Frage, was sind da neue Stellen? Ich finde, das ist vielleicht ein Nehmen auf Seiten der Rezipienten. Warum nicht? Warum sollen die immer was geben? Die müssen doch überhaupt erstmal was haben, um was geben zu können. Ja, das sind ja Bildungsprozesse. Also wie gesagt, total altmodisch, aber ich bin ja sowieso fürs Altmodische.